Guten Tag, meine lieben, lieben Paarhufer. Heute mal ein bisschen anderes Video. Und zwar habe ich vorhin den Keller ein bisschen aufgeräumt und habe was ganz, ganz, ganz Cooles gefunden. Und zwar meine alten Spielfiguren. Was sind sehr viele Spielfiguren von Games. Und ich habe früher nicht mit Barbies gespielt, sondern mit den Figuren. Habe mein ganzes Taschengeld dafür gespart. Die waren auch damals echt richtig teuer. Da zeige ich euch jetzt einfach mal so ein paar. Also es sind auch schon teilweise leider echt verstaubt. Ich schäme mich teilweise wirklich dafür, was ich denen angetan habe. Ja, hier zum Beispiel von Final Fantasy, die kennt ihr sicherlich, die Shiva. Das war somit meine Lieblingsfigur. Und schaut mal, was für eine heiße Figur die hat. Mit sowas habe ich gespielt als Kind. Ist ja klar, dass man dann Komplexe kriegt. Das war eine meiner Lieblingsfiguren. Dann die Siren. Ja, ich weiß, die ist nackt. Auch von Final Fantasy. Die sind aber schon teilweise auch echt kaputt. Das ist echt eine Schande. Dann hier habe ich einmal einen Scream. Der war auch damals, glaube ich, gar nicht günstig. Das war dann immer der Mörder. Dann, was haben wir hier noch? Ja, meine absolute Lieblingsfigur, die auch, glaube ich, so fast mit am teuersten war. Die Idea von Final Fantasy. Die ist mega gut gemacht, auch so detailliert. Und die hat es auch unversehrt überlebt. Die ist unversehrt, wie man sieht. Ich muss sie ganz vorsichtig ablegen. Was haben wir denn hier noch? Eine Tomb Raider. Schaut euch doch mal das an, so wie die früher noch aussah. Man sieht, die hat überall Blessuren. Ich habe die als Kind aber rumgeschmissen, weil das war quasi die böse Kampflesbe immer. So habe ich das immer gespielt, die Spiele. Aber sonst ist die eigentlich echt noch okay. Was haben wir hier noch so? Ein Cerberus, auch von Final Fantasy. Der war auch nicht günstig, der ist auch brutal schwer. Ich glaube, wenn man den gegen den Kopf tut, dann tut es wirklich weh. Aber echt cool, da kann man auch den Kopf drehen und den Mund öffnen sogar. Ich habe immer mit der Ruby XD mit den Figuren gespielt. Ruby, falls du das siehst, du erinnerst dich sicherlich daran. Es war echt eine schöne Zeit. Oh je, da ist so viel drin. Dann noch den Ifrit, auch von Final Fantasy. Auch so eine Art GF war das. Dann die Selfie, da habe ich die Haare abgeschnitten. Die hat eigentlich, mal gucken, ob sie hier noch irgendwo drin ist. Genau, ich habe die sogar teilweise zweimal, so krank bin ich. Hier sieht man es, die hat eigentlich hier Haare. Ich habe die hier abgeschnitten, weil ich das hässlich fand. Die Waffen sind auch noch überall hier irgendwo, aber naja. Dann hier, das kennt ihr sicherlich auch von Final Fantasy 9. Was haben wir noch? Auch von Final Fantasy 9, der Steiner. Yeah. Die Waffen liegen ja auch noch überall drin. Ich finde gerade nur nicht, wo die sind. Auch wieder eine Figur von Final Fantasy 9. Und der Cipher von Final Fantasy 8. Das hat mich immer genervt, dass den sein Arm immer so nach vorne ist. Den kann man nicht runterbiegen. Das war immer ein bisschen blöd zum Spielen. Hallo. So. Dann hier noch eine kaputte Renoir. Ich habe die damals verarztet. Auch eine meiner Lieblingsfiguren. Die habe ich aber auch zweimal. Auch von Final Fantasy 8. Hier noch von dem Film Final Fantasy. Die kennt ihr sicherlich. Da waren doch damals alle Männer so spitz auf die. Ja, ja, das ist sie. Ich habe sie hier in live. Schaut sie euch an. So, dann haben wir hier nochmal... Oh, herrje. Was habe ich nun mit euch gemacht? Das ist auch nochmal die Siren ohne Beine. Schon echt brutal. Aber die hat hier was an. Das heißt, ich habe die einfach ausgezogen, wie ich sehe. Hier sieht man es ja, da ist die einfach nackig. Da habe ich die also einfach nackt gemacht, weil ich damals wahrscheinlich sehen wollte, wie es drunter aussieht. Ich böses, böses Mädchen. Dann hier haben wir auch noch Tekken-Figuren. Die kennt ihr sicherlich. Xiaoxu hat auch ein Zöpfchen verloren. Sind schon alle so malträtiert. Das ist echt eine Schande. Hier von Resident Evil die Ada. Auch relativ nackig. Oh, ich habe so viele Figuren. Ich wusste gar nicht, dass ich die alle hier habe. So, dann nochmal ein Scroll. Boah, sind die verstaubt. Ein Scroll, auch von Final Fantasy 8. Ja, ja, der stand immer sehr geil da. Das war ja damals der Lover von der Rinoa. Dann hier auch von Dragon Ball. Den fand ich damals am besten, den Piccolo. Das weiß ich noch, mit dem habe ich sehr gerne gespielt. Ach ja, das hört ja gar nicht auf. Hier auch nochmal eine von Final Fantasy 9. Die hieß, glaube ich, Freya. Hier noch den Xerl von Final Fantasy 8. Habe ich auch sehr gern gespielt. Der kann auch seinen Arm bewegen. Mega nice.
und noch den Zidane von Final Fantasy 9. Der kleine Schlingel. Hey, ich finde es richtig krass, wenn ich das jetzt alles wieder sehe. Sogar noch Mrs. Krabappel ist hier drin. Frag mich nicht, wie die da reinkommt. Ich habe keine Ahnung. Dann hier noch die Christus. Die fand ich auch sehr toll von Final Fantasy 8. Sexy Lady. So. Dann noch die Nina von Tekken. Die fand ich auch immer mega geil. Auch so diese sexy hohen Schüchen, auch voll gut gemacht. Die war auch nicht gerade günstig. Man muss auch überlegen, ich war damals noch 11. Da hat man nur Taschengeld und mein ganzes Geld ist da reingeflossen. Und es geht noch weiter. Wir sind noch längst nicht am Ende. Dann hier nochmal einen Xerl, einen mega verstaubter Xerl nochmal. Oh je, oh je, oh je. Dann hier noch so eine kleine süße Figur, auch von Final Fantasy 8, glaube ich. Ich weiß aber nicht mehr den Namen. Hier noch der Panda von der Xiaoxu von Tekken. Genau, der kleine süße Panda hat auch einen süßen Armreif. So, ich will gar nicht wissen, wie viel ich dafür ausgegeben habe. Das sind noch so komische Wesen. Was ist denn das? Ich glaube, es gehört hier nicht rein. Irgendein Geist, der einen anderen rammelt. So, dann den hier, den kennt ihr bestimmt, Final Fantasy Liebhaber kennen den, der ist so süß. Das ist dieses kleine Arschloch, was sich in der Wüste rumtreibt, Tom, irgendwas mit T heißt der, und einen mit einem Stich tötet, aber mega süß, muss ich sagen. So, dann sind hier zum Beispiel noch die Waffen, die einzelnen, die man den Figuren geben kann. Jetzt kommen meine absoluten Lieblinge, da habe ich das meiste Geld für ausgegeben, für diese schönen Figuren. Einmal nochmal der Squall in groß. Mit einem riesen Schwert, was ich gerade nicht finde. Und die Renoa. Und die habe ich echt geliebt. Und die beiden habe ich zusammen gekauft. War gar nicht so günstig. Aber sie sind immer noch gut in Schuss, muss ich sagen. Dafür, dass sie da unten so lang verschimmelt sind. Aber einfach nur cool, das alles wiederzusehen. Auch noch eine kleine Figur von Final Fantasy. Und dann noch die Garnet von Final Fantasy 9. Ja, das waren so meine Spielfiguren, mit denen ich früher als Kind gespielt habe. Hier noch, den kennt ihr sicherlich von Tekken, den, ich glaube, das ist der Jill oder der Kazuya. Ne, ist der Jill, der Sohn von Kazuya. Und hier haben wir noch den Kazuya. Und ihr seht auch die ganzen Blessuren am Körper, die habe ich als Kind auch immer relativ viel rumgeschmissen und kämpfen lassen. Sind ja auch, wie wir wissen, richtige Kämpferfiguren, die sind auch richtig stabil. Dann hier noch der Paul, das war immer der Vergewaltiger. Sieht auch ein bisschen so aus, gell, mit seiner komischen Frisur. Noch eine instand gehaltene Renoa. Noch ein Squall. Und dann hier noch ein komisches Monster von Resident Evil. Der kann sogar den Mund öffnen. Gib mir Hug, gib mir Hug. Ja, ja. Hier für meine Paarhufer. Küsst mich. So, okay, genug mit der Scheiße. Dann hier noch ein Yoshimitsu. Den kennt ihr doch von Tekken, das ist der mit dem Schwert immer gerammelt hat. Hier noch das Standpunktdesk von der Tomb Raider. Da kommt der ganze Staub hoch. Was ist das? Ich glaube, das war noch von Scary Movie, der Rahmen. Und noch der Hund von der Renoa, nicht zu vergessen. Ein Bein. Ja, und das war's eigentlich soweit hier. Genau, hier noch die Plattform, wo die Shiva drauf gestanden ist. Ja, ich habe die als Kind immer ausgestellt, aber irgendwann habe ich gedacht, jetzt ist es Zeit abzuschließen und die Sachen runterzustellen. Wenn ich das jetzt so sehe, finde ich es eigentlich voll schade, weil ich habe da wirklich viel investiert als Kind auch. Also das war schon ordentlich, was ich mein ganzes Taschengeld dafür geopfert. Ja, aber Barbies haben mich nie so interessiert. Ich war halt schon seit ich klein bin in dieser Welt und habe mit der Ruby XD immer sehr gern mit diesen Figuren gespielt und sie waren auch irgendwie meine Schätze. Deswegen wollte ich die auch nie verkaufen und ich werde es auch nicht tun, weil sie sind mir einfach wichtig. Einfach sehr, sehr wichtig. Und es ist schön, es wieder anzugucken. Deswegen danke an YouTube und an euch, weil ohne euch hätte ich das jetzt gar nicht mehr ausgekramt und hätte gesagt, ach komm, lass liegen. War echt cool, das nochmal alles zu sehen. Diese ganzen fetten Viecher. Ja, echt cool. Ihr könnt mir auch in die Kommentare schreiben oder vielleicht sogar Bilder zeigen, wenn ihr auch so eine Art von Figuren habt. Ich hätte eigentlich schon weiter sammeln sollen. Beziehungsweise es gibt jetzt auch von Final Fantasy 10, 11, 12 noch ganz viele Figuren. Da hätte ich mich tot sammeln können, aber irgendwann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich mir eine PlayStation 2 oder 3 kaufen. Und die haben ja auch ein Batzen Geld gekauft. Da war da dann die Priorität drauf gelegen. Und wenn man nicht mehr damit spielt,
Ja, das waren eigentlich Ausstellungsstücke für viele Leute, aber ich habe die immer zum Spielen benutzt, deswegen sehen sie so missbraucht aus. Dann sage ich jedenfalls vielen Dank fürs Zuschauen und danke auch, dass so viele bei der Verlosung teilgenommen haben. Ich bin immer noch ganz baff, das freut mich wirklich. Und auch danke für die Abos. Ich habe ja nirgendwo reingeschrieben, ihr müsst mich abonnieren, um teilzunehmen. Dankeschön dafür. Das habe ich nämlich, hätte ich nicht erwartet. Und ich finde es auch mega cool, dass euch allen sogar dieser Pulli hier so gefällt. Also ich werde jetzt nach der Verlosung nochmal eine Verlosung machen, wo ihr diese Pullis gewinnen könnt. Und wenn es eine größere Nachfrage gibt, wäre es sogar... Ja, würde ich sogar überlegen, ob ich es nicht einfach irgendwo in einem kleinen Baby-Gnu-Online-Shop, wo ich mir wirklich noch nie Gedanken drüber gemacht habe, vielleicht die mal reinzustellen, dass ihr die euch holen könnt. Ist auch wirklich eine super, super Qualität. Die sind richtig kuschelig weich drinnen und ich finde den Stoff eigentlich auch richtig gut. Ich glaube, also den kann man auch echt lang haben. Ich habe den jetzt hier, glaube ich, schon über ein Jahr. Also ist echt richtig gut von der Qualität. Klar nicht mit dem Motiv, das habe ich jetzt erst vor kurzem gemacht, aber den Pulli an sich habe ich auch ohne Motiv. Die halten echt lang und sind auch echt gut, aber das werden wir dann noch sehen. Soweit will ich noch gar nicht vorausdenken. Wenn es aber genug an Interesse, wenn es genug Nachfragen gibt, würde ich sagen, dann sage ich zum Beispiel, schreibt mir in die Kommentare Hashtag Pulli und dann weiß ich, wer denn alles will und dann kriegen wir das schon alle hin. Also das wird schon. Jeder soll so einen schönen Pulli haben, wenn er wirklich einen will. Auf jeden Fall danke dafür. Wird auch weiterhin in vielen Verlosungen diesen Pulli auch irgendwie inklusive geben, weil ich mag Verlosungen eigentlich nicht, weil ich will immer jedem irgendwas schenken. Das geht natürlich nicht. Aber wenn man mehr Verlosungen macht, gibt es mehr Hoffnung für euch was zu gewinnen. Und ja, der Pulli wird auf jeden Fall immer wieder dabei sein. Das wird schon. Ja, da würde ich sagen, packe ich die Figuren mal vorsichtig zurück. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank für die lieben Kommentare, immer und eure Unterstützung, eure Tipps und alles drum und dran. Ihr seid einfach die besten Gnus, die man sich wünschen kann. Wenn wir uns nächstes Jahr auf der Gamescom sehen sollten, dann werde ich mich echt freuen, weil ich finde es auch wichtig, euch mal ein bisschen kennenzulernen. Oder wenn ihr mir auch Nachrichten schreibt, ich antworte auch immer. Kann manchmal ein bisschen länger dauern, aber mir ist wichtig, auch euch ein bisschen kennenzulernen. Immerhin nehmt ihr euch die Zeit für meine Videos. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!